Oh. Ist schon wieder Call of Duty angesagt. Ja, es könnte ein Schiff sein. So, dann tun wir da mal durchladen. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Expeditionsbasis? Eispickel. Gut. Eine Leuchtpistole. Also die Leuchtpistole, um den Himmel zu erleuchten und suche nach Wegflacken. Erhelle den Weg voraus. Leuchtmunition. Voll. Kann ich hier voll sein? Ihr habt doch gerade eins verschossen. Ah ja. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, da hinten. Ja. Maschinengewehrpistolen. Ah, Munition, so. Kugeln. Da unten, ich sehe es. Voll Leuchtfackeln. Ja, ich glaube, ich habe es gerade schon wieder richtig. Ich guess, wir müssen da runter. Ne, wir müssen da rauf. Aber dafür brauche ich keine Leuchtfackel. Nur so in weiser Voraussicht die Schrotflinte. Warum kriege ich jetzt so viel Munition? Hm, ich glaube, das ist jetzt Stargate. Komm, du schaffst es. Suche die Ruinen. Jeremy? Das ist jetzt der Final Showdown hier. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Emily, Sie hätten nicht kommen sollen. Hey, wir können darüber reden. Dafür ist es zu spät. Es ist zu spät! Scheiße! Noch mehr?
Okay. Ach, das ist das Ding in XXL. Alles mal. Der Schattenmann schon im Mittelpunkt deines Seins leben muss, Jeremy. Dann bring wenigstens alles in Ordnung. Doch keine Ahnung, wie drehen. Ich habe ja null Referenz. An was soll ich mich denn hier orientieren? Ah. I guess. Ist das jetzt nur noch die innere? Nee. Okay. Das Äußere muss jetzt noch irgendwie richtig sein. Schieße! Alter, warum schießt du nicht? Ja. Schieß! Alter, lauf, 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 lauf! Komm. Okay, einmal noch. Ich weiß, ich brauche Munition. Scheiße, komm. Lad nach, lad nach. Verstehe das nicht. Warum bist du hier? Ich habe alles getan, um den Pakt zu brechen. Was kann ich denn noch tun? Nein, es hat geklappt. Deswegen verfolgst du mich. Jetzt lebst du in meinem Kopf. Dann hoffe ich, dass es dir da gefällt. Emily, nicht! Keine Sorge, wir sind hier. Wow.
What the fuck? Sind Sie allein? Oder ist er auch da drin? Miss Hartwood ist wach! Hab gehört, Sie hätten beinahe das Foyer mit Ihrem Blut dekoriert. Gut, dass Sie noch an einem Stück sind. Halten Sie durch, ja? Das wird eine sehr aufregende Nacht. Gut, dass es Ihnen besser geht. Bei all dem Chaos hat Lottie Ihnen eine große Dosis Schlafmittel verpasst. Wusste nicht, ob Sie wieder aufwachen. Was ist passiert? Sie hatten einen Nervenzusammenbruch, wollten sich erschießen. Musste sie leider grob anpacken, um sie zu retten. Außerdem haben Sie Jeremy ins Auge gestochen. Geht es ihm gut? Er ist etwas seltsam, aber alles andere ist wieder normal. Wirklich? Der Pakt ist gebrochen? Was auch immer Sie getan haben, es hat gewirkt. Versuchen Sie aufzustehen, Miss. Jeremy, geht's dir gut? Deine Verletzung tut mir so leid. Kannst du mir jemals vergeben? Emily, du hast mir gefehlt. Ich hoffe, du bleibst ein bisschen hier bei mir. Onkel, was ist los? Ist das eine Betäubung? Er wirkt so matt. Ich wünschte, es wäre so. Offenbar haben sie ihn lobotomisiert. Ziemlich beeindruckend angesichts ihrer Technik. Er bleibt jetzt so? Sie opferten einen Teil seines Geistes, um den Rest zu retten. Als würde man Knieverletzungen durch Beinamputation heilen. Brutal, aber wirksam. Wie furchtbar. Vielleicht. Zumindest muss er nicht länger leiden. Erinnern Sie sich an den Schattenmann, Jeremy? Ah, ja. Wo ist er jetzt wohl? Hoffentlich geht es ihm gut. Sehen Sie? Mit nur einem Stich wurden alle weiteren Behandlungen überflüssig. Ich nehme an, Sie nehmen ihn nun mit zurück nach New Orleans. Werde ich. Ich suche nur noch Detective Carnby. Moment mal. Mit dem Dolch haben wir ein Lopo... Was? Und der ist jetzt ein geistiges Wrack? Das, was echt nicht gut war? Sie wollte sich erschießen? Weil der Schattenmann jetzt angeblich in ihr drin ist, haben ihr Schlafmittel verpasst und lassen sie jetzt wieder gehen, so nach dem Motto, es ist nichts passiert. Und er sagt, und haben die alle einer Klatsche hier oder was ist hier los? Also, Alter. Ich bin bald zurück, Jeremy. Dann fahren wir zurück in die Stadt. Wie schön. Ich fahre gerne im Automobil. Und vor allem, was ist mit der Aktion, die ihr da noch irgendwie so geplant hattet? Und dass der Schattenmann ja eigentlich irgendwie so, also dass er ja eigentlich den Pakt gegangen hat, weil er da das hier beschützen wollte? Oh Mann. Ja, und damit willkommen zurück zu Allein im Dunkeln, wo wir mit der letzten Episode ja sehr interessant geendet haben. Wir sollen unseren Detective finden. Moin. Gut gemacht, Miss Hartwood. Sie haben das Seto wieder zu einem der langweiligsten Orte der Welt gemacht. Oh, danke. Ich habe gern geholfen. Ihr habt doch trotzdem noch irgendeinen komischen Plan. Warum seid ihr eigentlich jetzt alle hier? Was geht hier eigentlich ab? Gut, dass Sie noch bei uns sind, Miss. Sind Sie hungrig? Nein, danke. Mir ist immer noch etwas flau. Der Gesichtsausdruck von ihr, ne?
Gut. Detective Kirby warten, I annehmen. Wissen alle, was zu tun ist? Ihr kennt den neuen Text. Mrs. Thompson, wir haben darüber geredet. Ich weiß nicht, ob alle einverstanden sind. Doc, ich bestehe drauf. Es ist wichtig. Wir warten schon so lange, Doktor. Nehmen wir einfach das alte Lied. Nicht jede Veränderung ist zum Guten. Boss, gut oder nicht, wir müssen weitermachen. Nur Mut, Doc, setzen wir alles. Aber wir wissen nicht, was geschehen wird. Es wird schon gut, Doktor. Nein, besser. Sie ist echt gruselig. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Höre uns, Mutter, und erweise uns Gnade. Erweise uns die Gnade. Was machen Sie da? Das ist Wahnsinn! Das ist, was geschehen muss, Compère. Sie ist nur ein Kind! Die schwarze Ziege der Wälder mit den tausend Jungen! Edward! Raus hier, Emily! Wir verschwinden! Nein! Es muss doch ein Opfer geben! Sterben! Jeremy, kommen Sie mit! Wenn du denkst, es kann nicht mehr abgefuckter werden, dann wird es immer noch getoppt. Willst du dich nicht jetzt aufhalten? Ich muss dieses Ding aufhalten. Es wird sonst alles und jeden in seinem Weg umbringen. Aha. Nein, Rose. Einen konkreten Plan wie? Reiß dich zusammen, Emily. Du musst das zu Ende bringen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Na, mal kurz durchladen. Was? Ist hier vielleicht drauf? Alter. Und davor wollt du uns das Schatten. Nein, kurz leiser gemacht. Gut, dass wir jetzt hier nochmal alles im Munition kriegen. Hat sie noch mehr von diesen Dingern?
Was muss ich denn jetzt hier treffen? Ach da. Nein, komm her. Komm. Komm. Okay, danke, dass du genauso schlecht triffst wie ich. Oh! Ich wollte gerade unter Boden gucken. Das war's doch jetzt nicht. Nein! Schieß! Schieße jetzt verdammt doch mal! Scheiße, 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 scheiße! Was willst du von mir? Hochladen. Da komm. Komm her. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wo war das andere? Ja, ja, ja. Scheiße, 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 scheiße. Komm, 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 komm. Nein. Ah, fuck. Wo muss ich hinschießen? Auf die Beine, okay. Komm, schieß, 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 schieß. Alla. Komm, beweg dich. Komm. Wo noch? Scheiße. Scheiße, komm, komm, helf, 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 helf. Laden neu, laden neu. Scheiße, komm, 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 komm. Scheiße. Komm, 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 komm. Okay, wo noch? Scheiße, mir geht die Munition aus. Scheiße, 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 komm, 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 komm. Scheiße, scheiße, komm, andere. Lad neu. Komm, 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 komm. Wo ist das andere Bein? Wo ist das andere Bein? Fuck.
Klasse, ich brauche Munition. Komm jetzt, schieß, 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 schieß. Ah, das war's immer noch nicht. Oh, doch. Emily, alles in Ordnung? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Was war das? Die ganze Gruppe war ein Kult für etwas, das sie die schwarze Ziege der Wälder nennen. Ich habe versucht, Informationen darüber zu sammeln. Erst als sie das über Monster gesagt haben, dachte ich, vielleicht wäre etwas Wahres an all dem Unsinn dran, den ich fand. Wo ist Jeremy? Onkel, geht's dir gut? Alles ist falsch gelaufen. So geht die Geschichte doch nicht. Ich sollte nicht leben. Sag das nicht. Du hast es geschafft. Freu dich doch. Ja? Oh, das kleine Biest. Hey, Kleiner. Bei dir alles gut? Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber man kriegt nicht immer, was man will. Aber das Monster haben alle gesehen. Das war jetzt keine Einbildung. Und wir haben nicht irgendwie anderweitig das Haus hier gerade ruiniert. Gut, wollen wir zurück nach New Orleans? Komm mit, Jeremy. Gehen wir. Darf ich mit? Nein. Nimm sie mit. Und dann bring sie nach Hell's Kitchen. Wovon zum Geier redest du überhaupt? Ja, I guess. That's it. Und wir hinterfragen auch die Kleine nicht weiter. Und der Kult hier und alles? Okay. Aber was wäre denn passiert, wenn das Ritual erfolgreich gewesen wäre? Wäre es dann trotzdem ausgebrochen und sie hätten das Ding dann... Nee, es macht keinen Sinn, dass sie es dann kontrolliert hätten, weil es war ja schon Anfang ja mal der Kult ja da und die haben sich ja auch alle umgebracht da drin. War das dann irgendwie zum Schutz, dass der Baum da nicht erwacht? Und wir haben das jetzt aber unterbrochen, wir haben diesen komischen Dämon oder was auch immer das jetzt war, für immer besiegt. Aber wenn sie einen Siegquell machen... dazu, dann hat vermutlich irgendwas mit dieser Kleinen zu tun. Die ist echt gruselig. Die war da ja voll mit dabei. Und vor allem, ich werde das eine Mal nicht vergessen, wo wir da in diesem Raum gewesen sind mit dem Klavier und sie uns da einfach mal eine Spritze reingejagt hat. Mit irgendwas drin. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, ist eine geile Story. Hat Spaß gemacht zum Spielen. Es war jetzt nicht dieser extreme Horror, aber gut genug. Ich glaube, war eine gute Mischung zwischen Horror und guter Story. Was mir nicht so gut gefallen hat, sind ab und zu mal diese Bewegungsbugs und wo diese Ansicht von oben gewesen ist. Das war jetzt auch nicht so ganz mein Ding. Und sie hätten ein paar Boxen auch weglassen können, wenn dann eh schon nichts drin ist. Man hätte natürlich munitionstechnisch einiges sparen können, wenn ich halt nicht auf volle Konfrontation gegangen wäre. Aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Rätselschwierigkeit, wo... Beides geht eigentlich auch gut, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber ansonsten, ja, doch. Kann ich empfehlen. Mir würde es jetzt auch nochmal interessieren, eventuell nochmal durchzuspielen, und zwar mit ihm. Weil da soll es ja leicht anders sein. Und dann kriegt man auch von der Story, Entschuldigung, noch andere Sachen mit, wenn man mit ihm spielt. Aber ich weiß nicht, ob ich das als Let's Play mache oder ob ich das dann für mich mache. Aber trotzdem, war ziemlich geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und jetzt noch der Abspann und damit klicke ich mich aus. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.